Die Amateurligen stecken zum Teil noch tief in der Rückrundenvorbereitung. Trotzdem hindert das nicht daran, dass die Creme de la Creme des Hamburger Amateurfußballs heute aufeinander trifft. Der vierte der Regionalliga trifft auf den ersten der Oberliga Hamburg, Norderstedt auf Dassendorf. Und es ist natürlich auch das Wiedersehen nach dem hochdramatischen Pokalfinale und dem 2:1 Last-Minute-Sieg der Dassendorfer. Und es ist klar, nur ein Testspiel, aber so ein bisschen Revanche-Gedanke schwingt doch bestimmt mit bei den Norderstedtern, die in Rot spielen, von rechts nach links über Jan Lüneburg die erste gute Chance der Partie haben. Aber Christian Grune 10:0 in der Oberliga, das ist Topwert zur Stelle. Auf der anderen Seite dann Sven Möller, Bahn frei. Das ist eine Einladung für den Dassendorfer Stürmer. 11. Minute, 0:1 für die Gäste. Vor ungefähr einem knappen Jahr hat er im Halbfinale des Hamburger Pokals auch so ein Ding gemacht, damit im Alleingang seine Truppe ins Pokalfinale und indirekt damit auch in den DFB-Pokal geschossen. Die Gäste waren jetzt besser drin in der Partie. Das ist Strömer einmal mehr auf Sven Möller auf der Suche nach Tor Nummer 2. Dassendorf im Durchgang 1 offensiv ansprechender und weiter gewillt direkt nachzulegen. Das ist die darauf folgende Ecke über Sven Möller. Zunächst geklärt über Nägele. Lasse Thomas. Mattia Maggio bringt ihn in den 16er und Fabian Grau, der Norderstedter Innenverteidiger, bringt noch ein wenig Spannung in die eigene Defensive. Die Gastgeber aber eher mit seinem verhaltenen Vorwärtsgang bis hierhin, dass eine richtig gute Möglichkeit, eine Flanke, die keine ist von Nils Brüning, und Christian Grune guckt ihn mit aller Souveränität an den Querbalken. Kurz vor der Pause. Dann Dassendorf im Aufbau. Gut nachgesetzt von Rico Borg, erobert sich den Ball und jetzt fährt die Eintracht los. Über Metici, zurück auf Borg. Toller Ball auf Nils Brüning. Die letzte Präzision lässt die Eintracht bislang noch vermissen. Eckball von Koch, mit der Hacke weitergeleitet und dann Nathaniel Amamu wieder vorbei. Auf der anderen Seite dann Freistoß für Sven Möller. Da ruft man ganz und gerne provisorisch schon mal die Feuerwehr und Armando aus. Dann mit dem Kopf knapp am Kasten vorbei. Die 0:1 Pausenführung aufgrund der qualitativen und quantitativen Chancenvorteile gerechtfertigt. Durchgang 2. Norderstedt wechselte dreimal unter anderem Jordan Brown ein. Und der mit dem ersten guten Abschluss des zweiten Durchgangs, und das war der Startschuss für Norderstedter Offensivaktion, die jetzt immer besser, die immer flüssiger wurden mit vielen Kurzpässen, mit präzisen Zuspielen vorm und im gegnerischen 16er. Das sah alles in allem richtig gut aus. Johann von Knebel beispielsweise hier mit dieser hochwertigen Chance. Minute 83, die Eintracht mittlerweile deutlich besser in der Partie, hätte sich den Ausgleich verdient. Und der kommt, und zwar von Johann von Knebel, 7 Minuten vor dem Ende mit dem Ausgleich durch den zweitbesten Norderstedter Torschützen in dieser Saison. 5 Saisontore hat er in der Regionalliga erzielt. Das 1:1, eigentlich ein gerechtfertigtes Ergebnis, aber dann passiert das. Nägele. Mit der Hacke super gespielt auf Gabas. Und er legt den in die Mitte in Richtung Marcel von Walsleben schied. Und er hat kurz vor Schluss nochmal die Riesenchance hier auf 2:1 zu stellen. Ganz, ganz viel Glück in dem Sinne für Norderstedt, dass es beim 1:1 bleibt. Das aber im Grunde genommen eben ein berechtigtes Ergebnis ist zwischen zwei Teams mit je einer dominierenden Halbzeit. Jetzt geht's weiter mit den Stimmen zum Spiel. Ja, war in Teilen okay. Man hat sicher gesehen, was noch nicht so gut läuft. Also speziell erste Halbzeit haben wir es vielleicht ein bisschen vermissen lassen, Lösungen offensiv mit dem Ball zu finden. Ich finde, defensiv kann man uns da eigentlich keinen großen Vorwurf machen. Ich meine, der schießt ja einen Freischuss in den Winkel. Passiert mal. Ansonsten, ja, wie gesagt, man sieht noch nicht, dass alles so ganz rund läuft, aber wir sind da auf einem ganz guten Weg. Ich fand es eigentlich ganz gut. War ein spannendes Spiel. Wir haben zwar hinten raus und her nicht mehr so gut dicht gehalten, aber
Ich denke, trotz des Spiels gestern haben wir eine ganz gute Leistung abgeliefert und sind vielleicht auch glücklich 1-0 in Führung gegangen, aber konnten das dann gut halten und waren auch froh, dass wir mal wieder auf dem Rasen testen konnten bei dem Wetter und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.